Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Tacheles. Ich habe mal wieder ein Thema, über das ich mich aufregen möchte, denn, lieber Mori, Spinat ist kein Essen. Machst du was mit Spinat, oder? Und ich wette 100 Euro, dass Johnny heute trotzdem Spinat essen wird. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mori kocht. Ich weiß, die letzte Folge ist ein bisschen her, aber jetzt machen wir das Ganze wieder ein bisschen regelmäßiger. Und ich habe mir eine kleine Besonderheit einfallen lassen. Weil ihr immer so viel Feedback am Start habt und der ein oder andere sogar mit ganzen Rezeptideen kommt, habe ich mir gedacht, wir machen Mori kocht euer Rezept. Das heißt, ihr könnt mir gerne in die Kommentare oder per PN eure Rezepte schicken und ich werde das Ganze in einer Sonderfolge nachkochen und vielleicht auch ein bisschen bewerten, vielleicht ein bisschen abwandeln. Wir schauen mal. Da bei den warmen Temperaturen sicherlich keiner Lust hat, lange in der Küche zu stehen, habe ich mir gedacht, passend dazu gibt es was Schnelles mit Pasta. An Zutaten benötigen wir Spinat, Nudeln, falls ihr nicht vegetarisch kochen wollt, auch Hähnchenbrust, Gorgonzola, Weißwein, optional Sahne, Zwiebeln, Knoblauch, Muskatnuss und Salz und Pfeffer. Für zwei sehr gute Portionen, von denen auch zwei Personen satt werden, rechnen wir mit 250 Gramm Pappardelle. Ihr könnt allerdings auch andere, günstigere Nudeln verwenden. Preislich liegen wir damit bei 3,75 Euro pro Person. Solltet ihr euch dazu entscheiden, vegetarisch zu kochen und das Hähnchen wegzulassen, sind dies sogar nur 2,35 Euro. Wie so oft fangen wir damit an, zunächst die Zwiebel und dann den Knoblauch zu schälen, um anschließend beides in kleine Würfel zu schneiden. Wir setzen einen Topf Salzwasser für die Nudeln auf und schwitzen dann in einem anderen Topf Zwiebeln und Knoblauch an, um anschließend den Spinat hinzuzugeben. Das Ganze wird dann mit etwas Weißwein abgelöscht. Den Spinat lassen wir soweit köcheln und geben dann als nächstes Schritt den Gorgonzola hinzu. In der Zwischenzeit sollte auch das Nudelwasser soweit sein, dass wir die Nudeln in das kochende Wasser geben können. Den Spinat würzen wir bewusst erst, nachdem wir den Gorgonzola hinzugegeben haben, da Gorgonzola an sich schon sehr würzig ist. Hierzu verwenden wir etwas Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Nachdem wir dann die fertigen Nudeln abgegossen haben, geben wir diese einfach zu dem Spinat hinzu. Falls ihr euch für eine vegetarische Variante entschieden habt, seid ihr jetzt schon fertig. Andernfalls braten wir uns noch pro Person eine Hähnchenbrust dazu und geben diese zum Fertiggaren in den Ofen. So sieht's am Ende aus. Unser Hähnchen mit Gorgonzola, Pasta und Spinat. Ich hoffe, das Ganze schmeckt euch beim Nachkochen. Gerne natürlich dazu Feedback in die Kommentare oder was ich denn das nächste Mal kochen soll für euch. Und jetzt gibst du mir einfach mal mein Essen. Heute esse ich mal Spinat.